Wie wir bei uns im Selbstversorgergarten Zwiebeln anbauen, das zeigen wir euch jetzt. Aus dem Saatgut ziehen wir Jungpflanzen vor und pro Pöttchen kommen ungefähr 6 bis 8 Saatgutkörner rein, 1/2 Zentimeter tief, werden angedrückt und dann kommt auch wieder Erde drüber. Natürlich Aussaaterde oder gedämpfte Erde. Bei einer Keimtemperatur von 15 bis 20 Grad sehen die Pflänzchen dann nach 6 bis 8 Wochen ungefähr so aus. Übrigens, unseren Aussaatkalender, wann wir was wie aussehen, haben wir auch in der Infobox für euch verlinkt. Ab März, wenn das Frühjahr nicht so kühl ist, dürfen die Pflanzen dann auch schon ins Beet ziehen. Die Mittelzehrer brauchen ein bisschen Nährstoffe dann schon im Boden. Wir arbeiten unseren Boden jetzt hier auf, indem wir den Kleendünger einarbeiten. Ihr müsst natürlich schauen, wie ist euer Boden und müsst ihn aufarbeiten, vielleicht mit Kompost oder so. Und für die extra Portion Mineralien kommt jetzt hier noch Urgesteinsmehl rein. Die Mengen verwenden wir nach Herstellerangaben. Was wir genau verwenden, das haben wir euch in der Infobox unter diesem Video verlinkt. Und das Saatgut stammt natürlich auch aus unserem eigenen Gartengemüsekiosk.shop. Als nächstes werden die Rillen gezogen, einfach mit einer Eisenstange. Und dann von da aus gehen 20 bis 30 cm lang gezogen, damit wir da gleich die Jungpflanzen vereinzelt in die Erde bringen können. Mit den Fingern wird vorsichtig ein Löchlein gegraben, um die Jungpflanze dann behutsam einzusetzen. Der Pflanzenabstand ist bei ungefähr 5 bis 10 cm. Auf jeden Fall wichtig ist das Angießen und wenn das Frühjahr trocken sein sollte, ist es auch wichtig, ein Auge drauf zu haben und die Pflanzen regelmäßig zu gießen, damit sie sich kräftig entwickeln können. Die Beete haben wir natürlich auch hier wieder gemulcht und ihr seht schon, die Mischkultur von Zwiebeln und Möhren ist eine wunderbare Geschichte, um gegen die Schädlinge vorzugehen. Je nachdem, wo ihr wohnt, kann das ausreichen, aber es kann auch eben nicht ausreichen. Wenn die Pflanzen dann wie hier so krüppelig aussehen, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass da ein Schädling drin sitzt. Und ja, so eine Made kann sich verpuppen und die kann dann auch einfach mit der Zwiebel weiter wachsen. Dann hat man noch Glück und kann das Innere der Zwiebel vielleicht nutzen. Es kann aber auch anders aussehen und das wäre schade. Statt so einem Totalausfall können wir uns weiterhelfen, indem wir einfach Gemüseschutznetze verwenden. Und das machen wir so. Eisenstangen spießen wir ungefähr 1/2 Meter in die Erde und darauf kommen dann biegbare Elektroinstallationsrohre aus dem Baumarkt, die verwenden wir schon einige Jahre. Und darauf kommt dann einfach das Gemüseschutznetz. Deswegen sehen unsere Beete ja öfters aus wie so Planwagen. Und dann ist es auch schon Sommer, Juli. Wir denken an die Ernte. Wann ist die Zwiebel erntereif? Wir können das gut am Lauch sehen, wenn das so umknickt. Wichtig für die Ernte ist es, dass wir an einem Tag ernten, der ziemlich trocken ist. Ihr seht, so schwierig ist es gar nicht, so schöne, große, gesunde Zwiebeln im eigenen Garten anzubauen. Die Zwiebeln werden geerntet, dann legen wir sie auf unserer großen Bank aus, damit sie nochmal ein bisschen abtrocknen können. Und wenn das Laub dann so etwas welk ist, dann starten wir und binden Zwiebelzöpfe. Und die hängen wir dann geschützt auf, sodass sie hell und luftig hängen. Und dort hängen sie ja bis Ende September. Wenn die Witterung dann eher so ein bisschen ungemütlicher und feucht wird, dann müssen die Zwiebeln in einen kühlen und trockenen Keller wandern. Habt ihr Lust, noch ein ausführlicheres Video zum Anbau von Zwiebeln zu schauen? Da haben wir auch ein Video gemacht, das haben wir hier für euch verlinkt. Bei unserer Playlist Grow Veggie findet ihr weitere kurze, knackige Videos zum Anbau von Gemüse für den Selbstversorgergarten. Vielen Dank für euer Like, für euer Abo und bis zum nächsten Mal.